Smart Broker kommt in einer Plus-Version. Damit verbunden ist ein Umzug der Depotbank. Inhaber solcher Depots sollten nun über den Wechsel zu Rentablo nachdenken, vor allem wenn sie in Fonds investiert sind. Am Wochenende vom 28. zum 29. Oktober 2023 sollen die meisten Depots von der DAB zur Baader Bank umziehen. Das muss der Kunde bis zum 13. Oktober 2023 in der App von Smart Broker beantragen. Ausnahmen gelten für Gemeinschafts- und Firmendepots. Sie bleiben bei der DAB, auch wenn der Kunde den Umzug beauftragen sollte. Wer den Umzug nicht beauftragt, dem wird von der DAB spätestens zum 30.04.2024 gekündigt. Die Nachteile wie neue Depotnummern oder eine spätere Kündigung lassen sich leicht vermeiden. Mit einem kostenlosen Vermittlerwechsel zu Rentablo können Sie das Depot bei der DAB fortführen. Bei einem Vermittlerwechsel bleiben alle bisherigen Daten erhalten, außerdem gelten die Rentablo-Sonderkonditionen für ein DAB-Depot. Fondssparer können über 16.000 Fonds günstig kaufen, zudem erhalten sie laufende Provisionen als Cashback ausgeschüttet, sogar für bereits gekaufte Fondsanteile. Einen ausführlichen Fachartikel zum Thema Smart Broker Umzug haben wir unter dem Video verlinkt. Danke fürs Zuschauen, liebe Grüße aus Berlin.